Ja, moin. Es geht mal wieder los. Wir sehen nicht umsonst so aus, wie wir immer aussehen, wenn ihr uns seht. Heute geht's über die Grenze nach Laos. Und wie das aussieht, das sehen wir heute. Dann nehmen wir euch mal mit, weil das wird mal was ganz Feines. Und natürlich erstmal wieder mit dem Songtau fahren. Aber das hier ist sehr, sehr klein. Ich habe gar keinen Platz. Oh mein Gott. Wir hier unsere Tickets ab, die wir vor zwei Tagen reserviert haben. Dann geht es nach Bokeo. Das ist ein anderer Trip als die meisten machen. Erkläre ich später nochmal. Da ist unser Bus. Jetzt erstmal für Gepäck verstauen. Hoffentlich der richtige Ding. Sieht anders aus als eigentlich soll. Klar, es ist der falsche, der fährt nach Luang Prabang. Wir wollen aber nach Bokeo und der steht da hinten. Aber das ist auf jeden Fall eine ganz andere Kategorie Bus. Also ist doch der richtige Bus und jetzt versucht man hier irgendwie so ein bisschen Gepäck für uns zu finden, Platz für das Gepäck zu finden. Keiner von uns sitzt auf dem Platz, wo er sitzen sollte. Und das Lustige ist, dass es jetzt schon chaotisch wird mit den Leuten. Die beiden Busfahrerdarsteller hier versuchen, die Show irgendwie zu retten. Es ist schon lustig. Es hat noch nicht mal richtig angefangen, aber es ist jetzt schon lustig. Mal gucken, ob wir richtig dort ankommen. Wir werden irgendwo hingefahren. Mal gucken. So, das ist jetzt hier die thailändische Grenze und hier müssen wir wohl einmal rein, Pass zeigen. So, jetzt müssen wir sich hier ausmelden oder ausstempeln lassen und dann geht's auf die andere Seite. Hier darf man auf gar keinen Fall die Departure Card vergessen, sonst gibt's Ärger. Ausgestempelt. Ja, ab zurück in den Bus. Ja, und dann geht's über die Grenze nach Laos. Los geht's. So, jetzt geht es hier über die Freundschaftsbrücke. Immer noch im selben Bus. Normalerweise müsste man jetzt wahrscheinlich schon aussteigen, mit dem Tuk-Tuk fahren. Und wie ihr seht, ist auf einmal Rechtsverkehr. Und wir sind in Laos. Die Grenze gerade in der Mitte überschritten jetzt.
Und als nächstes müssen wir uns wahrscheinlich wieder anmelden in der Immigration und ein paar Dollar loswerden, damit wir da rein dürfen. Welcome to Laos, da oben steht's auch. Und so sieht die Grenze in Laos aus. Jetzt halten wir hier wieder und dürfen uns wieder anstellen. Das ist der neue Bettplatz. Wir haben einen Balkon, der geht Richtung Straße. Hinter den Häusern ist der Mekong. Gucken wir uns gleich nochmal an. Und ja, das war die Rundtour. Wir haben noch ein Bad, aber. Erstmal herzlich willkommen in Laos! Na, herzlich willkommen in Laos! Herzlich willkommen in Laos! Das ist unser Freude. Ja, Freude. Wir haben auf der Fahrt hierher, wir haben jetzt wieder 200 Baht bezahlt, um so eine kurze Strecke zu fahren. Also an der Grenze wirst du auf jeden Fall abgezockt. Da gibst du dann dein letztes Geld quasi ab. Jetzt sind wir hier im Zimmerchen angekommen. Eigentlich ganz schön. Und ja, ich habe schon gleich entdeckt, die ganze Ameise auf den Kabel. Das könnt ihr nicht sehen, aber Legendary. Da auf den Kabel rennen riesige Ameisen lang. Links noch rechts, links noch rechts. Ja, unser neues Zimmer ist quasi das Bett mit dem Fenster zum Hof. Sehr hart. Und es besteht mal wieder aus Beton. Egal, was willst du machen? 2 Tage und dann ist auch wieder gut. Unser Bad ist ein Loch. Aber egal. So ist es halt. Jetzt sind wir hier in Laos und buchen uns nachher oder morgen die Bustickets. Bootstickets natürlich. Und da gehen wir gleich mal zum Hafen runter und gucken uns das mal unten am Hafen an, wie es da aussieht. Jetzt wirklich. Wo wir eben waren, waren die Speedboote. Sitze ich in Laos am Slowboat Pier und da kommt eine Katze, die sieht aus wie Mauzi, meine damalige kleine Katze, als ich klein war. Wo ist Santa Katze? Such mal. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Sieht das cool aus? Guck mal raus. Guck mal raus, wie schön das aussieht. Hm? Sieht das cool aus?